Wir sind hier im YMCA, diesem orientalischen Tempel, der auf seiner Aufschrift, der hat, dass hier alle religiösen und politischen Streitigkeiten still sein müssen, sein Ort des Friedens. Und wir sind einen Tag vor Pfingsten. Das Pfingsterlebnis in der Bibel beschrieben handelt ja davon, dass Menschen sich verstehen auf einmal, obwohl sie verschiedene Sprachen sprechen. Und es ist eigentlich genau das Gleiche, was in der Musik passiert. And second, the same. Not so much power, please, and ich lasse dich lassen. Also wir freuen uns sehr auf das heutige A Cappella-Konzert gemeinsam mit dem Kammerchor der Jerusalemer Musikakademie. Und wir haben schon in der Stellprobe gemerkt, dass wir uns blind verstehen, dass in der Musik keine Worte nötig sind. I was going to say, it's amazing how the cooperation and the blend works so fast. Look, both these choirs know how to sing. Both these choirs have singers who have studied voice. So they understand each other and it sounds like one choir that's been rehearsing together for months. Okay, it's very good, very good. So when we get to measure 8, your doo-doos have to come down a little bit. Okay, bring the doo-doos down and let's let the soprano sing mezzo-piano and we'll come back. Yeah, it's re, mi, re. Music is the great uniter of people, that people get together and within 5 minutes they feel like they're brothers and sisters. Music does that. It's amazing. That's why there should be more music in the world, and I think it would be much more helpful than the politicians who don't seem to be able to do the job. Nach dem Zeugnis des Neuen Testaments erfüllt sich eine Verheißung des Propheten Joel, dass der Geist Gottes auf alle kommt. Und dann gibt es diese Erzählung im Konkreten, die darauf abhebt, dass die Menschen auf der einen Seite aus ganz unterschiedlichen Gegenden des damals Römischen Reiches kommen und trotzdem von den Gläubigen in einer Sprache, in ihrer Sprache verstanden werden. Bach, der fünfte Evangelist, wie man gesagt hat, der sein ganzes Leben lang nach der absoluten religiösen musikalischen Sprache gesucht hat, hier in Jerusalem aufzuführen, ist, finde ich, für mich jedenfalls sensationell. Wenn der Begriff Jerusalem fällt, dann ist das nicht irgendwo eine abstrakte, ferne Stadt, womöglich ganz in der Vergangenheit, sondern das ist der Ort hier und heute. Und so verknüpfen wir natürlich in ganz besonderer Weise die biblische Geschichte und damit auch solche Oratorien mit dieser Stadt und mit diesem Ort. Die Orte, dass man da war, dass es sie wirklich gibt und wie sie aussehen. Da kann man sich ganz andere Sachen vorstellen. Da ist der Text gleich ganz anders. Gerade hier, wo es sich eben so vereint, dass wir dieses christliche Werk hierher holen und hier mit den verschiedenen Nationalitäten auch zusammen spielen und uns darin so in Bach so vereinen, das geht dann irgendwie schon tiefer. Thank you.
This is a fantastic cooperation. It goes back already 3-4 years, and we are looking forward already 4 years ahead. So, and it's very fruitful. Ich glaube, dass wir dadurch etwas, ein ganz klein wenig, beitragen können zum internationalen Verständnis, was ja heute wichtiger ist als je zuvor. Every musician in the world, no matter of what nationality, no matter what culture or what religion, sees Bach as his musical god. So I think that, you know, in that sense, wherever Bach is played, that's where God is. Es ist die Einheit von Schauplatz und Thema und dieser großartigen Musik. In der Bibel steht, dass irgendwelche feurigen Zungen vom Himmel runterfielen und die Leute erleuchtet waren, ekstatisch. Ich hoffe, dass es hier auch so sein wird. Bach experienced something way beyond, and he needed to bring that down and tell us about it. One of the highest expressions of that I know. So this doesn't matter to me, the music. It's just the music is beyond religion. Only God could write this kind of music. This music, it belongs to the whole world. It makes no difference, Jew or Russian or German. Was schon vor 300 Jahren ein Mann wie Bach gefühlt hat und getan hat, dazu sollten wir eigentlich heute erst recht in der Lage sein.